Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde, da bin ich schon wieder, denn wir haben heute noch einen Hotelvlog zu sehen bekommen, den unser allerliebster Lieblingsstreamer heute auf seinem Vlog-Kanal veröffentlicht hat. Nach gut 2,5 Monaten kommt da auch mal wieder ein neues Video. Wäre ja halt auch gar nicht schlimm, wenn da nicht mehr irgendwas kommen würde, nur dass er halt reihenweise Kanäle in der Zwischenzeit aufmacht und die aktuellen nicht mal ordentlich bespielt, erschließt sich halt mir nicht so ganz, aber vermutlich euch anderen ja auch nicht. Aber egal, wir schauen gleich mal in den Hotelvlog rein und vorher lesen wir uns nochmal die Beschreibung dazu durch. Zitat: Hallo zusammen, hier mal ein kleiner Bericht aus einem Hotel in Schweinfurt. Der Aufenthalt hat schon mit einer sehr unangenehmen Aktion angefangen, in dem der Automat zum Jack-in nicht funktioniert hat. Ich konnte zum Glück die Nacht da schlafen, allerdings wurde ich vom Hotelpersonal am darauffolgenden Tag geleakt. Und das, obwohl ich extra darauf hingewiesen habe. Das Hotel selbst war auch alles andere als angenehm. Aber am besten, ihr schaut mal selbst rein. Im Video seht ihr noch mehr, was ich meine. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen, euer Drache. Zitat Ende. Ja, ja, der allseits bekannte Jack-in, der ist immer am schwierigsten. Aber lasst uns mal loslegen und wir hören die Geschichte dazu mal, was der Drachenlord uns dazu erzählen hat. So, meine Lieben, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich bin in einem B&B-Hotel in Schweinfurt. Wieso sage ich euch das? Weil die Hater es wieder geschafft haben, mich zu leaken. Also zuallererst, wir sehen hier, dass das kein aktueller Vlog ist, sondern ein Video, was er schon vor ein paar Monaten mal aufgenommen hat und nun als tollen neuen Content wieder rausbringt. Warum macht er das jetzt gerade? Ja, wahrscheinlich, weil er merkt, dass seine TikTok-Streams nicht mehr ganz viel abwerfen und daher andere Sachen irgendwie rauskommen müssen, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Genau das war ja auch der Grund, warum er sich in der vergangenen Woche wieder auf den Zarenstein präsentiert hat am Nürnberger Bahnhof. Beziehungsweise noch haben sie mich nicht geleakt, aber sie haben anscheinend schon rausgefunden, wo ich bin. Also wird es aber nicht lange dauern, bis ich rausfliege. Mich hat gerade die Rezeption angerufen und die Rezeptionistin hat gesagt, dass sie mal angerufen hat, der nach mir fragte, weil er mich angeblich nicht erreichen könne, weil ich eine Sperre hätte, bla bla bla. Ich habe ihr jetzt gesagt, sie soll sagen, sie soll nochmal anrufen bei der Person und soll Bescheid sagen, dass ich schon ausgecheckt bin. Und damit kann man hoffentlich das Schlimmste vermeiden. So, und das ist ja schon etwas komisch, denn du hast in deiner Videobeschreibung gesagt, dass du extra das Hotelpersonal darauf hingewiesen hast. Und nun sollen die also für dich lügen? Wie hast du denen denn überhaupt Bescheid gesagt? Scheinbar dann ja bei deiner Ankunft im Hotel, als du eingecheckt hast, oder? Wir hören mal weiter. Das Wichtigste an dieser Aktion, jetzt, was ich jetzt euch jetzt erzählen habe, ist folgendes. Erstmal ist es absolut grottig, dass eine hotelangestellte Person einer Person Informationen gibt, die keinen amtlichen Ausweis wie Polizeiausweis oder sonst was hat, wo man ist. Und das war in Kitzingen der Fall und das ist jetzt auch wieder der Fall. Das ist eine Veröffentlichung von fremden Daten oder das ist eine Datenveröffentlichung. Das ist normalerweise in den AGBs, ich weiß nicht, wie es beim B&B-Hotel ist, aber das ist normalerweise in den AGBs entsprechend festgehalten. Ja, ganz einfache Sache, dann verklag die doch. Wenn du meinst, die haben meine Daten irgendwie, ja, sind damit falsch umgegangen oder sonst was, ganz einfach. Aber machst du natürlich wieder nicht. Immer halt groß am Bellen, aber dann kommt ja nichts. Wir kennen es ja. So, dann möchte ich noch eine andere Sache anmerken. Ich bin hier eingecheckt über das Nachtterminal. Oder ich habe es versucht. Ich habe da bestimmt eine Stunde oder zwei dran gehangen und habe versucht, das blöde Nachtterminal zu machen. Und einzuchecken. Und ups, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Ich habe über das Nachtterminal versucht einzuchecken. Alles schön und gut, wäre auch alles in Ordnung gewesen. Bloß das Problem ist, dieses Nachtterminal hat nicht funktioniert. Nachdem ich die ersten Tasten gedrückt habe und die ersten Sachen eingegeben habe, hat es nicht mehr funktioniert. Das Terminal hat nicht mehr geklappt. So, jetzt bin ich hergegangen und habe bei der... Dann ist dann eine Nummer an der Seite zum Glück gestanden. Nach 2 Stunden habe ich das dann gemerkt und habe da angerufen, weil ich jetzt sonst nicht wusste, wo ich hin soll. So, es war auch mitten in der Nacht und alles. Und jetzt ist es auch so, dass ich da angerufen habe und dann kam eine Person und hat mich dann eingelassen, hat es dann über die Rezeption direkt gemacht, obwohl es um die Uhrzeit eigentlich geschlossen ist. Fand ich ganz gut, hat mir dann gut geholfen.
So, hier lass uns das mal ganz kurz ein bisschen einordnen. Er hat den Hotelmitarbeitern gesagt, die sollen keine Daten von ihm veröffentlichen. Aber er wollte übers Nachtterminal rein und wurde dann von einem Mitarbeiter reingelassen, den er angerufen hat. Kann es sein, dass da wieder schon ein bisschen Lü-Lü-Lü dabei ist, dass er dem Hotelpersonal an der Rezeption das denn gesagt hat, wenn er nur mit einem Notdienst gesprochen hat, der ihm mal irgendwie die Tür aufgemacht hat? Irgendwie alles so ein bisschen dubios in dieser Geschichte. Dann, er hat nach 2 bis 3 Stunden gemerkt, dass da eine Nummer draufsteht, als der Automat nicht ging. Ich bin ehrlich zu euch, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie er 2 Stunden lang auf diesen Automaten geglotzt hat. Aber nun gut, er hat es dann ja irgendwann ins Hotel dann reingeschafft und scheinbar hat die Hotelmitarbeiterin ihn dann ja nicht geleakt, sondern hat vermutlich sowas gesagt wie, ja, sie muss erstmal schauen, ob der da ist und die Person soll sich dann später nochmal melden. Sonst wäre Rainers Lüge von wegen, er habe schon ausgecheckt, ja auch nicht möglich gewesen. Dann habe ich aber ein Raucherzimmer bekommen, würde mich jetzt nicht stören an sich, weil ich, alles schon und gut, ist aber ganz schön heavy, weil eigentlich ist ja Rauchen in Hotels mittlerweile verboten. Beziehungsweise es soll ja abgeschafft werden. So. Kann ich nachvollziehen. Ist auch in Ordnung und alles. Ja, wenn es in Ordnung ist, wieso beschwerst du dich dann darüber? Du wolltest halt höchstwahrscheinlich ein günstiges Zimmer für eine Nacht haben, obwohl du, soweit ich weiß, ja im B&B eigentlich Hausverbot hast und du dich über den Nachtautomaten da halt reinwongeln wolltest. Aber dann auch über das Zimmer meckern, in dem du eigentlich gar nicht sein dürftest, ja, so kennt man den Herrn. Was ich allerdings nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wie hier der Boden aussieht. Und das ist für ein Hotel, wo ich fast 70 Euro die Nacht zahle, ist das schon sehr extrem. Ja? So sieht der ganze Boden hier aus. Ja, okay, das ist schon etwas eklig, das stimmt schon. Aber das liegt vermutlich daran, dass es halt nur noch irgendwelche Zimmer gab, die nicht top aussehen, aber du dann wahrscheinlich gesagt hast, ja, Raucherzimmer und sowas alles ist mir eher ganz egal, Hauptsache ein Schlafplatz für eine Nacht. Aber okay, generell stimme ich dir dabei zu, für 70 Euro die Nacht sollte es zumindest sauber sein. Nicht modern oder super ausgestattet, aber sauber kann man eigentlich schon erwarten. Aber hier sind wir natürlich auch wieder beim Thema, eigentlich hast du ja in dieser Hotelkette Hausverbot. Also solltest du überhaupt nicht meckern, sondern lieber glücklich sein, dass du überhaupt ein Hotelzimmer hast. Der Geruch nach Rauch, gut, wie gesagt, es ist ein Raucherzimmer, kann ich also nachvollziehen. Den kriegt man nicht raus, das ist ganz klar. Hier liegt aber auch teilweise Dreck. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, da ist nicht mehr richtig gesaugt worden oder gekehrt worden. Okay, hier muss man jetzt auch nochmal ein bisschen einordnen. Generell, ja, Sauberkeit ist mir auch in Hotels ehrlich gesagt wichtig. Hier kommt jetzt aber das große Aber ins Spiel. Der Drachenlord ist ja nicht für seine Sauberkeit bekannt. Hat er den Müll da vielleicht sogar selber hinterlassen, weil er da ja schon irgendwie eine Nacht im Hotel war und den Müll da irgendwie mit reingetragen hat? Wir sehen ja, es ist tagsüber, als er das jetzt aufnimmt und er hat halt in der Nacht schon eingecheckt. Vielleicht war er da schon irgendwie 1-2 Tage jetzt im Zimmer drin? Ja, wer weiß. Und dann natürlich halt noch die Sache, dass er sich das Hotelzimmer erschwindelt hat, weil er da eigentlich Hausverbot hat. Wenn man das Hotel anlügt von wegen Namen oder so und sich dann da reinmogelt, sollte er nicht noch so große Ansprüche stellen. Das ist zumindest meine Meinung. Halt du dich an die Regeln, lieber Drachenlord, dann kannst du auch meckern, wenn etwas nicht so ist, wie du das erwartet hast. Aber wenn du selber Regeln brichst und dich da reinmogelst, obwohl du Hausverbot hast, werf nicht dem Hotel noch die Unsauberkeit vor. Ja. Und hier, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist. Nee, die hat sich inzwischen verkrümelt. An dem Becher hing vorhin eine kleine Spinne. Ich weiß nicht, wo die jetzt ist. Klopapier musste ich selbst austauschen, weil es leer war. Geduscht habe ich noch nicht. Das werde ich aber wahrscheinlich dann, wenn mein Essen gekommen ist. Ich habe das zu essen bestellt. Gleich nachholen. Hoffentlich kann ich das auch noch in Ruhe machen. Scheint zumindest so, als wenn du ein Zimmer bekommen hast, was noch irgendwie nicht ordentlich gereinigt wurde und zur erneuten Vermietung eigentlich frei war. Daher drängt sich mir schon der Verdacht auf, dass der Drachenlord sowas dann gesagt haben wird wie, ja, ganz egal welches Zimmer, Hauptsache nicht so teuer und ich kann da drin schlafen. Und dann bekommst du wahrscheinlich dann dieses Zimmer, was noch nicht fertig war. Wenn nicht, werde ich mit denen reden. Hier, die Wände sehen auch nicht wirklich schön aus, sind auch lauter Flecken an den Wänden.
Also, sorry, aber für ein solch teures Hotel finde ich es schon übertrieben teuer. Ja, 70 € ist jetzt nicht so teuer für ein Hotel, vor allem für ein kurzfristiges Zimmer mitten in der Stadt in Schweinfurt. Also das sind eigentlich normale Preise, wenn man halt nicht so plant wie du. Man könnte ja auch ein bisschen im Vorfeld schauen und ein Landgasthaus für 50 € die Nacht mieten, wo die Zimmer dann wahrscheinlich auch sehr viel besser sind. Aber das geht beim Drachenlord natürlich nicht, weil an die Zukunft denken ist natürlich absolutes Tabu. Man muss dazu sagen, das Hotel hat, soweit ich weiß, nur 2 Sterne. Das war unten gestanden. Aber ganz ehrlich, nach deutschem Standard, nach normalerweise deutschem Standard, ist das schon übertrieben. Ich habe auf der rechten Seite vom Bett geschlafen und habe hier aber auf der linken Seite lauter Flecken und lauter Dreck am Boden, wo nicht vernünftig gesaugt wurde oder ähnliches. Das ist schon heftig. Und eben, wie gesagt, auch die Tatsache, dass dann einfach Sachen veröffentlicht werden oder halt vom Hotelpersonal geleakt wird, wo ich bin oder dass ich hier bin, das geht halt einfach gar nicht. Ich habe die große Vermutung, dass ich wohl jetzt innerhalb der nächsten viertelhalben Stunde wohl aufgefordert werde zu gehen. Das heißt natürlich immer vorausgesetzt, dass die Hater jetzt auch glauben, dass ich hier bin. Ich habe jetzt, wie gesagt, angeordnet, dass sie sagen sollen, dass ich schon ausgecheckt bin. Mit ein bisschen Glück schaffe ich noch einen Tag länger. Und morgen wäre ich ja sowieso abgehauen. Also es bleibt jetzt eigentlich nur abzuwarten, wie es weitergeht. Auch diese Paranoia finde ich schon heftig. Aber da kann man mal sehen, wie es ist im Gegensatz zu jetzt. Er sitzt jetzt irgendwo ganz friedlich, weil er sich sicher fühlt und er meint halt, Oberwasser zu haben, was wir durch die vielen arroganten Aussagen in den letzten Wochen ja mitbekommen haben. Sobald er aber aus diesem Versteck wieder raus ist, ist er so klein mit Hut und da fehlt mir persönlich halt ein bisschen diese Abwägung zwischen dieser Hoch- und Tiefphase. Einfach mal ein bisschen mehr Demut zeigen in dieser Hochphase und nicht zu hoch steigen, denn dann fällt man auch nicht so tief, wenn man mal wieder in der Downphase drin ist. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, weil das ist genau so eine Aktion, die ich asozial finde, ohne Ende. Ich will eigentlich auf diesem Kanal hier keine Hate-Aktion ständig veröffentlichen, aber das ist nun mal momentan leider mein Leben. Und wenn man so darüber nachdenkt, wie sich die Politik und auch wie sich die verschiedenen Geschäftsführer geben in verschiedenen Hotels, Unterkünften und so weiter und so fort, das ist absolut unter aller Sau. In Kitzingen wurde ich veröffentlicht und auch hier wurde ich veröffentlicht. Ah, okay. Hier ist es jetzt mal wieder die Politik, die Hotels und wer nicht noch alles dran schuld ist, dass er mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Bleib doch einfach aus dem Internet fern, dann interessieren sich die Leute auch nicht mehr für dich. So einfach ist das. Aber du musst dich halt ins Internet stellen, provozieren und dich dann wundern, dass Leute dich suchen, wenn du sowas sagst wie, sucht mich doch meine Haterlein. Die Kritiker und Hater haben eine Obdachlosenkunft veröffentlicht und geleakt und haben da Feuerwehreinsätze und Krankenwagen mitten in der Nacht hingeschickt. Also da calle ich mal Müll, weil das ist null bewiesen. Ich habe nie von einem Feuerwehreinsatz mit Krankenwagen bei einer Obdachlosenunterkunft mitbekommen, weil Hater da Randale gemacht haben. Ist meines Wissens nicht passiert. Wo dann auch Menschen, die auch anders Hilfe brauchen und so wie ich mir zum Beispiel notfalls mal ein Hotel oder irgendwas organisieren kann, die das nicht können. Das ist halt echt unter aller Kanone. Ich höre jetzt schon Feuerwehr, also wird es wahrscheinlich gleich, oder Polizei oder irgendwas, also wird es da wohl gleich passieren. Ich hoffe, dass ich jetzt die Nacht bleiben kann, weil das ist letzten Endes das Versäumnis des Hotels. Aber ich glaube nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Meiner Erfahrung nach sagt mir das, dass ich wahrscheinlich rausfliege. Ich hoffe, dass mein Essen jetzt langsam kommt. Das hat geheißen, um 12 wird es geliefert. Das ist jetzt schon 20 nach 12. Dazu kommt, dass wenn ich das Essen nicht langsam habe und wirklich rausfliegt, dann muss ich schon, dass ich das Essen noch stornieren kann. Aber das kann ich nicht. Und das heißt, auch mein Gutschein ist weg. Da hört man schon die Polizei. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, irgendwas passiert gerade schon. Ja, Junge, du bist in einer Großstadt, da fährt ständig mal Polizei oder sonst was mit Sirene durch. Als ob das ständig wegen dir wäre. Das ist ein bestes Beispiel wieder für diese Paranoia. Die Welt dreht sich nur um ihn. Und seit Monaten gab's das nicht mehr, dass irgendwelche falschen Einsätze von irgendwelchen Hatern aufgerufen wurden. Sollte natürlich überhaupt nicht passieren, aber was ich damit sagen will, ist, dass nicht jede Einsatzfahrt in Schweinfurt dem Drachenlord gilt. Denn Schweinfurt ist nicht als Schauerberg, wo wirklich jede Einsatzfahrt wegen dem Drachenlord stattfand.
Und ich wette, dass die mich dazu auffordern, dass ich gehen soll. Das heißt, wenn ich dann nicht unten auf mein Essen warten kann, nicht aufs Klo gehen kann oder sonst duschen kann, dann habe ich schon eine richtige Arschkarte, bitte. Dann braucht man sich auch nicht wundern. So, also ich bin jetzt immer noch im Hotel. Mein Essen habe ich inzwischen bekommen, nachdem ich jetzt da ungefähr 100 Mal was machen musste. Was habe ich denn da? Ich verliere schon die Haut, weil ich am Sonnenbrand. Die Schicht wird inzwischen gewechselt vom Hotel. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt drauf reagieren. Ich habe ihr aber gesagt, ich soll Bescheid geben. Es wurde jetzt gesagt, dass ich nicht mehr hier bin. Bisher ist auch noch nichts Schlimmes passiert, glaube ich. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ich hoffe, es bleibt so, dass ich zumindest die eine beschissene Nacht noch überstehe. Im Weiteren ist es jetzt so, dass ich glaube, dass es erst dann heute Abend richtig losgeht. Wahrscheinlich heute Nacht zwischen 8 und 0 Uhr. Ach, ich dachte gerade eben, die Polizeisirene war doch schon für dich. Du meintest doch, ja, da kommen sie schon. Wirklich, dieser Verfolgungswahn ist schon extrem. Mal wieder versucht wurde, mich auf die Art und Weise aus dem Hotel zu bringen. Das spielt alles erstmal soweit keine Rolle, denke ich. Lass mir es erstmal so stehen. Ich habe mich inzwischen mal kurz geduscht, ich war mal kurz am Klo. Da habe ich mal kurz ein bisschen fertig gemacht für alle Fälle. Schaue jetzt noch ein bisschen Let's Plays, aber ich kann einfach nicht abschalten. Das ist das Nächste an der Scheiße. Man kann da auch nicht abschalten. Boah, das geht mir ja gerade auf die Nerven, ne? Man kann bei sowas auch einfach nicht abschalten. Ich hoffe, dass jetzt nichts Größeres passiert. Dann schaffe ich vielleicht die eine Nacht. Es kann ja nicht so schwer sein, noch eine längere Nacht hier zu bleiben. Zumal es auch bezahlt ist und alles. Das ist aber auch wieder die Sache, die ich nicht verstehe von Seiten der Regierung und Gemeinde und Landratsamt und alles und drum und dran. Na, okay. Jetzt geht's also nochmal in diese Richtung, dass alle anderen seine Situation ändern müssen, nicht er selbst. Fang doch mal bei dir an, lieber Drachenlord, und hör mit dem Internet auf. Das wäre der allererste Schritt. Aber dein Untergang wird halt sein, dass du keine Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, sondern immer nur du andere aufforderst, sich um deine Probleme zu kümmern. Es kann doch nicht sein, dass so viele Menschen so viele Straftaten begehen und da nichts gegen unternommen wird. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Leute so komplett anonym diese Scheiße bauen können und damit davonkommen und das immer weiter durchziehen. Ich meine, dass gegen diese Telegram-Gruppe nicht schon längst was unternommen wurde, das ist in meinen Augen so komplett surreal. Was soll denn bitte in der Telegram-Gruppe illegal sein? Und dann so viele Verbrecher? Das sind ein paar ganz wenige, die über die Stränge schlagen. Der Großteil schaut dich doch eh nur, weil sie sehen wollen, was du wieder für einen Blödsinn verzapft hast, weil das halt die Unterhaltung ist, wenn man dich sieht, wie du dein Leben wieder versaust. Vielleicht neben der Unterhaltung noch ein kleines bisschen Bildung, denn man lernt halt daraus, wie man mit seinem Leben halt nicht umgehen sollte und was man für Fehler nicht machen sollte, aber in allererster Linie halt Unterhaltung. Und von den Zuschauern macht niemand irgendwas Illegales, genauso wenig wie ich oder andere auf YouTube irgendwas Illegales machen, weil sie aus deinen Werken neue Werke erschaffen. Für dich ist halt alles illegal, was dich kritisiert oder dir negativ ausgelegt wird. Berechtigte Kritik, illegal. Fragen, wieso man sich über das Hotel beschwert, in dem man eigentlich gar nicht sein durfte, weil man Hausverbot hat, illegal. Auf der Straße vor der Schanze ruhig stehen und sich das Haus anschauen, illegal. Dein Rechtsverständnis hast allerdings nur du ganz alleine gepachtet, mein Lieber. Ich meine, da sind so viele 80.000 Menschen oder was drinnen oder 50.000 Menschen. Das ist in meinen Augen komplett surreal. Das ist komplett surreal, was da abgeht. Dass es so viele Menschen drin sind, die da auch Straftaten planen und organisieren. Allein diese Sache mit den ganzen Polizeieinsätzen und so weiter und so fort, was da teilweise abgeht. Absoluter Quatsch, als ob im Schanzenwatch Feuerwehreinsätze koordiniert werden, die dir hinterhergeschickt werden. Absoluter Blödsinn, was er da wieder erzählt. Das ist echt nicht normal. Bestellen konnte ich jetzt auch nichts groß, weil mein Ding auch nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht warum. Mein Lieferando, jetzt habe ich mir einen neuen Lieferando-Account gemacht. Dann ging es dann doch zum Glück. Aber das war irgendwie ganz merkwürdig, weil ich nichts bestellen konnte über meinen Account. Das ist.
Alles ist immer gegen ihn. Merkt ihr das? Der Automat zum Einchecken, der Lieferando-Account, alles Hater, wenn ihr ihn fragt. Kann ja nicht sein, dass es am Endbenutzer liegt, der das einfach nicht hinbekommt in seinem Leben. Liegt bestimmt immer an diesen fiesen Geräten oder der Software. Auch nicht normal. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal so, dass bisher noch alles halbwegs ruhig ist. Jetzt hoffen wir mal, dass es so bleibt. Im Idealfall kann ich mich heute Abend nochmal hinlegen und noch eine Runde schlafen, bevor ich dann morgen früh zwischen 8 und 12 Uhr abhole. Aber ich gebe euch Bescheid, sobald wir soweit sind. Keine Ahnung, vielleicht ist das die letzte Aufnahme aus dem Zimmer, vielleicht auch nicht. Wenn ich direkt rausgeflogen bin, dann werde ich auf jeden Fall eine Info geben. Und wenn ich raus bin aus dem Hotel, werde ich euch auch eine Info geben. Euer Drache. Tschüss, tschüss. Okay, war doch nicht das. Die letzte Aufnahme. Wenn ich jetzt schon ein Video mache zur Hotelkritik, dann werde ich das auch richtig machen. Und mir ist wieder was aufgefallen gerade. Erstmal, das ist die kleine Spinne von vorhin. Ich lasse die auch aus dem Leben, wenn sie mir in die Quere kommt. Aber was ich hier auch noch ansprechen möchte, ist das Klopapier. Pass mal auf hier. Das hier ist ein Klopapier, ja. Das Teil ist so dünn, dass man nicht mal ein Blatt von der Klorolle abreißen kann, ohne dass es zu Bruch geht. Okay, es kommt selten vor, aber da muss ich ihm mal recht geben. Bei Klopapier hört der Spaß auch auf. Da muss ein ordentliches, nicht zu weiches, nicht zu hartes, auf jeden Fall vierlagiges Klopapier her, das nicht zerfleddert, also eine gewisse Stabilität besitzt und sich dabei nicht wie grobes Schmiegelpapier anfühlt. Mein Tipp da an euch, das Toilettenpapier von Hakle in der lila Verpackung. Schmeichelt der Poperze wie Seide. Bestes Toilettenpapier, aber mal ganz beiseite meine Toilettenpapier-Reviews hier mal. Gehen wir mal zum Drachenlords Toilettenpapier-Review. Es kann ihm ja eigentlich komplett egal sein, da er doch eh danach in die Dusche geht. Oder braucht er das Toilettenpapier für was anderes, weil er keine Zewa-Rolle neben dem Laptop hat? Finde ich, muss ich wieder dazu sagen, dieses Hotel kostet fast 70 Euro die Nacht. Das ist, finde ich, schon übertrieben. Eine Klopapierrolle oder ein Klopapier, das so dünn ist, das habe ich bisher eigentlich nur auf Bahnhofstoiletten oder auf Restauranttoiletten, also nicht Restaurants, sondern nicht mehr von guten Restaurants, sondern mehr von so kleinen Cafés oder so gesehen. Also sorry, aber das geht halt gar nicht. Ja, ganz einfache Lösung. Dann geh doch zur Rezeption und beschwer dich. Das Gespräch hätte ich gerne mal miterlebt. Ja, hallo, mein Toilettenpapier ist viel zu dünn, Etzala. Oh, okay, wie ist denn Ihr Name? Winkler, wer sonst? Ach, Winkler, haben Sie hier nicht Hausverbot in unserem Hotel? Er weiß wahrscheinlich ganz genau, dass er sich über nichts beschweren kann, weil sonst rauskommen wird, dass er dort ein Hausverbot hat und dann sofort rausfliegen würde. Daher ist die Kritik von ihm halt auch irgendwie schon lächerlich, wenn er sich halt ins Hotel einnistet und dann dort meckert, obwohl er Hausverbot hat. So, weiter der Aufnahme aus dem Hotelzimmer. Es war jetzt gerade mehrfach Polizei zu hören, Feuerwehr, Krankenwagen. Gerade war auch hier Geschäppe im Gang. Es hat jetzt noch keiner geklopft bei mir. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Aber es wirkt stark danach, als würden die wahrscheinlich jetzt gleich versuchen, mich hier aus dem Hotel zu schmeißen. Es wirkt stark danach. Aha. Und woher kommt diese Annahme? Weil du mal wieder wie den ganzen Tag da sagst, oh, da höre ich eine Polizei. Ja, jetzt fliege ich auf jeden Fall raus. Und dann war es natürlich nicht wegen dir und du bleibst trotzdem im Hotelzimmer. Man merkt hier wirklich, wie seine Welt sich nur um diese Sachen dreht. Wenn irgendwo was passiert, ist das garantiert immer wegen ihm oder direkt gegen ihn. Es kann gar nicht sein, dass irgendwas mal passiert, was nicht direkt mit ihm zu tun hat. Denn in Drachenlords Welt geht es halt nur um den Drachenlord. Meiner Erfahrung nach zumindest zeigt mir das alles. Es war jedenfalls sehr viel Polizei gerade vor der Tür. Geleakt haben sie es mittlerweile auch. Also es ist mittlerweile auch im Internet veröffentlicht worden, wo ich bin oder wo ich war. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich persönlich glaube, dass es nicht mehr lange dauert. Dann werde ich rausgeschmissen, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich sitze hier, ich bin am Gamen, wie immer. Nichts wirklich am Machen. Ich habe jetzt alles schon mal soweit zusammengepackt, meinen Rucksack, meinen Laptop. Schauen wir mal.
Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich rausfliege, werde ich noch ein Video machen, wie ich dann auf dem Weg nach Nürnberg bin. Ich bin von der Zeit her eigentlich ganz froh, weil es ist jetzt 16:30 Uhr, das heißt, ich schaffe es auf jeden Fall nach Nürnberg, wenn sie mich jetzt bis 17, 18 Uhr hier rausschmeißen. Das ist mir lieber, als wenn es nachts um 20 Uhr ist. Wobei ich versuche trotzdem natürlich erstmal durch Bequatschen hier zu bleiben, zumindest die eine Nacht, die ich bezahlt habe. Bleibt nur abzuwarten, was passiert. Jetzt hört man wieder gerade Feuerwehr oder Polizei. Ich sei allerdings auf dem Weg weg. Also ich höre sie zumindest leiser werden. Irgendwie schon Wahnsinn mit anzusehen, wie er da auf diesen gepackten Koffern sitzt und überlegt, ob er jetzt gleich rausfliegt oder nicht. In der Zeit hätte er dann auch irgendwie produktiv sein können, irgendwelche Videos bearbeiten können oder sonst was. Stattdessen hört er sich ja den Tag lang da die Sirenen in einer Großstadt an und bekommt ständig Angst, dass er jetzt der Nächste sein könnte, weil er jetzt wieder rausfliegt. Diese paranoiden Gedanken sind einfach wirklich Wahnsinn. Mir war klar, dass er damit Probleme hat, aber dass das so extrem ist, ist schon wirklich erstaunlich. Bin echt mal gespannt. Das kann ich nicht so weitergehen. Langsam aber sicher muss da irgendwas passieren. Das ist. Es gibt da eigentlich. Wenn ich gegen diese Hater Menschen auseinandernommen wird, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, wie das Ganze beendet werden kann. Und das endet mit meinem Tod. Und ehrlich gesagt habe ich auf die Variante nicht wirklich viel Bock. Ja, vollkommen falsch. Also zuerst, niemand hat Bock auf diese Variante. Die einzige Möglichkeit, wie das endet, ist, wenn du deine Internetpräsenz löscht und du ein normales Leben führst außerhalb des Internets, in dem du halt keine Frauen manipulierst und versuchst, Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist der einzige Weg, den du gehen musst, um Ruhe zu haben. So, letztes Video. Ja, ich bin jetzt aufgefordert worden zu gehen. Eine Sache noch ist mir vorhin aufgefallen beim Duschen. Ich bin ja schon soweit fertig. Ich werde jetzt alles zusammenpacken und dann werde ich abhauen. Und dann werde ich später aus dem Zug oder so noch ein Video machen. Bis nachher. Ja, die Frage ist ja nun, war da jetzt irgendwelche Polizei wirklich vor Ort im Hotel? Oder bist du einfach gebeten worden, rauszugehen, weil da mehrere Leute angerufen haben und dann rausgekommen ist, dass du Hausverbot hast und dort eigentlich gar nicht rein durftest? Denn das ist ja auch immer so eine schöne Ausrede, um sein eigenes Vergehen, nämlich das Einchecken in einem Hotel, in dem er eigentlich Hausverbot hat, ja schnell unter den Teppich zu kehren, wenn man einfach nur sagen kann, ja, die Hater haben hier Randale gemacht, deswegen musste ich jetzt gehen. So, meine Lieben, es ist jetzt mittlerweile Wochen her, wenn nicht sogar, eigentlich ist es sogar Monate her, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Das Video war, ich warte mal kurz, ich schau mal eben. Das Video war am, Details, ich hätte ja gar kein Datum dabei, doch, 23.05. Wir haben jetzt mittlerweile Juli. Ihr seht also, es ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Ich habe bisher noch keinen Cent von dem B&B-Hotel zurückbekommen nach dieser Aktion. Ich habe mittlerweile keinerlei Entschuldigung bekommen. Ich habe keinerlei Rückmeldung von denen bekommen. Ich habe eigentlich, ja, kurz gesagt, gar keine Infos mehr. Dafür, dass damals wirklich dieser Automat nicht funktioniert hat, dafür, dass das Zimmer so unglaublich dreckig war und dafür, dass da so eine Schweinerei passiert ist, dass da die Angestellten Daten veröffentlicht haben oder Daten preisgegeben haben, was eigentlich verboten ist, ja, ist das schon eine ganz miese Nummer. Ich habe jetzt nach so langer Zeit allerdings auch vergessen, damals einen Abspann zu machen. Deswegen mache ich das jetzt über das Audio. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und ja, es tut mir leid, dass das so mies gelaufen ist. Macht's gut.
Er hat keinen Cent Entschädigung bekommen. Hast du dich denn da mal drum bemüht? Oder kann es sein, dass du keine Entschädigung für irgendwas bekommen kannst, weil du rausgeflogen bist, aufgrund deines unerlaubten Hotelaufenthalts? Fragen über Fragen, aber ihr kennt es ja. Kritische Fragen werden in Drachenlords Videos natürlich nicht besprochen. Wo kommen wir denn dahin? Ich gehe stark davon aus, dass er aufgrund seiner Hotelsperre rausgeflogen ist. Irgendwie auch komisch, dass er nun 2 Monate, nachdem er das aufgenommen hat, das nun veröffentlicht. Aber naja, Rendern ist halt harte Arbeit, wahrscheinlich hat das so lange gedauert. So, und in diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde!